Hallo und herzlich willkommen zum Sports Tuesday. Ich spiele wieder Soccer Manager, so wie immer, und spiele weiter mit Hannover. Da sieht es ja bei uns zurzeit richtig übel aus. Also, richtig Probleme mit. Ja, Mannschaft, Taktik, lassen wir jetzt die. Automatik. Sind wir ein gesperrter frei? Gut. Und schauen wir mal hier, ob wir hier vielleicht hohe haben. 84er haben wir Verteidigung. Zweimal 86 verletzt, gesperrt. 86 verletzt, 86 verletzt. Okay. Anweisung: aggressiv, direkt, schnell, Angriff stark. Variablen und überall. So, wie geht das weg? Anweisungen sind so weg. Gut, dann sag ich mal, gehen wir weiter zum nächsten. Saving, okay. Hat die letzte Zeige abgespeichert? Ja, ich glaube schon. Und zum Ende der Auflösung: Mönchengladbach gegen Bayern München und Hertha BSC gegen Bayer Leverkusen. Pokal. So. Leverkusen gegen Eintracht Braunschweig. Machen wir hier ein bisschen schneller. Pauli gegen Hannover 96. Ja? Pokalauslosung. Ist das schon die zweite Saison? Nein, das ist noch nicht die zweite Saison. Ich bin ein bisschen verwirrt. Aber nur ein bisschen. Tabelle. Schauen wir mal. Wir sind Platz 10. Und unser nächster Statistik, Bewegung, Ergebnisse. Zwei Null verloren. Genau. Das war der letzte Spieltag. 2-0 verloren. Wir haben 4,11. Einkommen ist 9 Millionen. Ausgaben sind 11. Wir haben ein bisschen höhere Ausgaben wie Einnahmen. Das müssen wir irgendwie ändern. Also, eigentlich müssen wir einen Spieler verkaufen gegen Hamburg. Schauen wir mal, auf welchem Platz Hamburg ist. Statistiktabelle. Hamburg ist auf Platz 8. Schreiben wir auf. H, Klammern 8. Gut, dann gehen wir mal weiter. Spielen das Spiel, Partie. Automatik. Sind wir alle gesund? Geil! Jetzt werden wir wieder gewinnen. Hoffentlich. Nicht, dass jetzt alle so demotiviert sind. Der Zaun geht wieder. Ist es kaputt? Lass das mal einfach. Geht ein bisschen schneller. Kommen nur die. Ah! Freistoß für Hannover. Alle wieder da und schon das erste Tor. Ist das geil! Ich bin wieder happy. Und gleich sind wir. Ich bin wieder nicht mehr happy. So, schön gehalten. So, das war die erste Halbzeit, war ja nicht gerade sehr viel los gewesen. Aber es kann so weitergehen. Also, zurück zum Spiel und starte mal. Zweite Halbzeit, es geht los. Taktik. Jetzt 60. Minute, jetzt ein bisschen auswechseln. Wir nehmen mal den
86er, ist das ein Stürmer? Komm, wir wechseln mal den aus. Offensives Mittelfeld. Haben wir denn einen mit? Offensives Mittelfeld, rechts, Zentrum. Gegen Bench. Offensives Mittelfeld, Zentrum. Gegen Bench. Auswechseln. Jetzt warten wir nochmal 15 Minuten. Und jetzt wechseln wir den nächsten aus. 93, 92. Schmiedebach, defensives Mittelfeld. Ah ne, das. Mittelfeld rechts. Mittelfeld rechts. Gegen den hier. Schmiedebach, defensives Mittelfeld. Zentrum. War ja doch defensives Mittelfeld. Gegen ihn. Gegen Yamaguchi. Ich sag mal Tamagotchi dazu. So. Okay. Und weiter geht's. Was? Sturm, Schuss, Tor. Nicht? Ah, okay. Ein 1-1. Immerhin nicht verloren. Das freut mich mal wieder, dass wir nicht verloren haben. Aber nicht. Weiter. 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 Und wann ist wieder Montag? Mittwoch. Den Montag gibt es gar nicht. Na gut. Ich verliere so viel Geld. Ich muss spielerlos werden. Spielerlos werden. Mannschaft, Spielplan, Transfer, Taktik. Taktik, genau. So, welche Leute verkaufen wir? Wir müssen den Kader ein bisschen ausdünnen. Wir haben ein Ersatztor, zwei, drei Torwärter, okay. Die brauchen wir auch. Verteidigung. 1, 2, 3, 4. Zentrum, links, Zentrum, Zentrum, rechts und Zentrum. Rechts, links. Ich habe hier einen linken Verteidiger, Zentrumverteidiger. Keinen rechten Verteidiger. Wenn der rechte Verteidiger kaputt ist, wen setze ich dann rein? What? 1, 2. Ich habe auf jeden Fall ein Zentrum zu viel. Nehmen wir den hier. Eine Erstmannschaft versetzen, auf Transferliste setzen, zum Ausleihen setzen. Dieser Spieler ist auch okay. Gut. Taktik. So, der ist jetzt ausgeliehen, verliehen. Sag ich einfach mal so. Ist zwar noch nicht, aber für mich ist er schon. 86. Der selbe Mannschaft versetzen, nein. Taktik. Finde das irgendwie ein bisschen kompliziert, das mit dem Verleihen hier. Offensives Mittelfeld. Sturm, Zentrum, rechts, links, offensives Mittelfeld. Hab ich doch gar nicht. Maximin. Zentrum, Zentrum, offensiv ist auch nur Zentrum. Also, den kann ich verkaufen. Tut mir leid, ich muss ich verkaufen. Na, erste Mannschaft versetzen. Kann ich gar nicht verkaufen. Das ist ja sowas von deprimierend. Taktik. Offensives Mittelfeld ist links, rechts, Zentrum, okay. Dann brauchen wir eigentlich auch nicht. Auf Transferliste setzen. Taktik. Den mal weggeschmissen. Und jetzt kommt der dran. Der kommt gleich hinterher.
Taktik. Jetzt haben wir die beiden weg. Links, rechts, Sturm. Ich habe ein, zwei Stürmer. Den können wir nichts mitmachen. Dann haben wir die beiden Stürmer. Dann können wir nämlich den hier auch wegschmeißen. Auf Transferliste setzen. Taktiks. Mittelfeld, offensives Mittelfeld. Ich habe defensives und Zentrum. Mittelfeldzentrum habe ich nicht. Ich habe nur defensives Mittelfeldzentrum. Verteidigung, defensiv, offensives Mittelfeld und Mittelfeld rechts. Also er kann die ganze rechte Seite spielen. Bis auf Sturm behalte mal. Defensives Mittelfeld und Mittelfeldzentrum können wir auch gebrauchen. Aber ich glaube, dann nehmen wir lieber den, weil Mittelfeldzentrum haben wir so ja nicht. Auf Transferliste setzen. Wie gut waren die eigentlich gewesen? Geht das hier irgendwo? Ach, 75. Da. Wer lesen kann, ist klein Vorteil, ne? So. Taktiks. Und wie weit sind wir gekommen? Das war der hier. Mittelfeld. Ich habe keinen einzigen rechten, doch den rechten Verteidiger. Den haben wir behalten, ne? Ach, ich denke schon. So. Gegen Hertha. Auf welchem Platz ist Hertha? Hertha BSC ist auf dem Platz 15. Hertha ist auf 15. Okay. Gut. Dann schauen wir mal, wie die Partie ausgehen wird. Aktualisieren. Zack, zack, zack. Partie. Starten. Also wir spielen nach links. Gut. Da passt jetzt auch nicht viel. Was? Torschuss! Hertha führt! Perfekt, es läuft wie am Schnürchen. Zurück zum Spiel und fortsetzen. So, bei 60 wechseln wir den ersten aus. Und. Boah, ich habe ja gut Pause gedrückt. 60. Minute und 30 Sekunden. Wer ist der schlecht gelaunteste? Okay, hier ist ein Stürmer. Hier ist ein Stürmer. Mittelfeld, offensives Mittelfeld. Und defensives Mittelfeld. Also, offensives Mittelfeld. Stürmer. Defensives Mittelfeld. Ich glaube, ich wechsle den Stürmer ein. Subic. Der raus für Subic. Weiter geht's. Und bei 75 den nächsten wechseln. Oh, jetzt war ich ein bisschen schlechter. Und wer ist jetzt so schlecht? 3 und 92. Schmiedebach. Okay, Schmiedebach. War gerade schon mal ausgewechselt. Stimmt, dann wechseln wir jetzt den hier aus. Den Hyo-Take. Ein offensives Mittelfeldzentrum. Den
Offensives Mittelfeld, da haben wir ja nur den Bench. War den nicht gerade auch schon mal ausgewechselt? Ja, gut. Und dann lassen wir es zu Ende laufen und hoffen. Schmiedebach rot. Warum habe ich nicht Schmiedebach ausgewechselt? Das kann doch nicht sein. Ach, warte mal. Machen doch was ändern. Schmiedebach. Ich wechsle Bench. Der kann ja nur offensives Mittelfeld. Sturm rechts, links habe ich ja nicht. Na, lassen wir es so. Hoffen einfach, dass nichts mehr passiert. Hätte eine Anweisung gekriegt. Was? Das kann doch nicht sein. Die letzte Minute und schon wieder zwei rote. Ich glaube, ich bin die Mannschaft mit den meisten roten Karten. Aber wir haben gewonnen. Und Zane war dann mal wieder der beste Spieler, obwohl er die rote Karte gekriegt hat. Egal, aber wir haben einen Sieg. Ist das nicht geil? Wir haben einen Sieg gegen den 15. So, dann schauen wir uns nochmal die Tabelle an. Wir sind auf Platz 10. Schön. Nach drei Niederlagen hintereinander, dann Unentschieden und dann wieder Sieg. Ich war wieder auf einem so guten Weg. Oh, ich wollte gar nicht kreuz drücken. Und dann gab es wieder rote Karten. Zwei Stück. Das war mit Absicht. Schmiedebach, ich wechsle dich nur noch aus. Automatisch wechseln, zack. Und ja. So, das war, obwohl, komm, spiel noch ein Spiel. Schauen, wie es jetzt ausgeht. Ah, starten wir auch. So, Anstoß von Hannover 96. Wir spielen nach rechts und leider. Nein, Stuttgart ist dran und schießt. Warum habe ich das Play gedrückt? Die ganze gute Laune. Gelbe Karte. So, die Halbzeit ist um. Spielen. Vorzahl. Warten bis zur 60. Minute wieder. Und wechseln dann wieder aus. Nee, noch nicht. So, 60. Minute und 10 Sekunden. Wir haben hier einmal, der ist auf 90. Den können wir wechseln. Offensives Mittelfeld gegen Bench. Mal wieder. Und eine rote Karte. Mal wieder. Dann kann man jetzt auch schon wechseln. 91. Kann das sein, dass das defensive Mittelfeld bei mir richtig Depressionen hat? Ja, 1-1. Wir haben noch ein Unentschieden gespielt. Das war ja mal richtig geil. Die letzte Minute noch ein Unentschieden.
Besser wäre natürlich gewinnen, aber was soll's. So, Tabelle anschauen. Wir sind auf Platz 10 immer noch. Gott sei Dank, das Unentschieden hat uns gerettet. Obwohl wir verloren hätten, wären wir auch nicht weiter runtergefallen. Haben zwei Minustore in der Differenz. 16 geschossene Tore. 16 bekommene Tore, 14 geschossene Tore. 6 Siege, 6 Unentschieden und 6 Niederlagen. Also, wir haben jetzt Halbzeit bei der Saison. 18 Spiele. Naja, schon ein Spiel zu weit. 5. Dezember. Nu, na gut. Okay. Ich schaue jetzt noch einmal ganz kurz auf den Transfermarkt. Alles von Hannover angeboten hier. Abgänge. Nürnberg. Ich mache immer mehr Minus. Ich mache immer mehr Minus. Ich schmeiße mich bald hier raus. Wunschliste habe ich nicht. Einzigste Wunsch, den ich habe, ist, wieder ein bisschen mehr Plus zu machen. Naja. Dann sage ich mal, ich hoffe, euch haben die Runden gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr noch nächstes Mal wieder seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.